Wir freuen uns total, dass Sie alle da sind. Nochmal herzlich willkommen zu unserer sechsten Episode Herd Live at School. Total, ah, der Werner ist auch da. Hallo, unser Referent, auch gleich mit dem Bild. Ja, heute die sechste Folge von Herd Live at School. Kaum zu glauben, dass wir so weit schon sind mit dieser kleinen Webinarreihe. Wir haben tolle Themen gehabt und haben auch jetzt wieder für die nächsten Monate was ganz Tolles für Sie vorbereitet. Und heute haben wir den Werner Dulater da mit dem Thema Mind Manager in Forschung und Lehre. Aber dazu wird die Anne gleich noch ein bisschen was sagen. Ich würde einfach ganz kurz was zu mir sagen. Mein Name ist Karin Kemmer. Ich bin beim Herd Verlag für die Schulen zuständig, betreue da Deutschland, Österreich und die Schweiz. Hier vor allem das Produkt Herd Campus. Und ich mache zusammen mit der Anne unsere Webinare zu dem Thema. Anne, willst du dich auch kurz vorstellen? Du machst heute die Moderation und ja, Genau. freue mich, dass wir das zusammen machen. Ja, danke, sehr gerne. Also auch herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Anne Foderat. Ich bin seit 2017 beim Herd Verlag im Marketing-Team und wie die Karin schon sagte, seit letztem Jahr unterstütze ich Sie im Bereich Schule und freue mich auch total über unsere Eventreihe Herd Live at School. Wie gesagt, heute schon das sechste Mal. Das freut uns sehr, das wird super angenommen von Ihnen. Und ich weiß nicht, wer letztes Jahr schon dabei war, der Herr Dulater ist ja nicht das erste Mal bei uns. Dazu sagt er vielleicht gleich noch was. Genau, aber ich sage trotzdem noch mal ein paar Worte für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Werner Dulater ist seit über 30 Jahren im Bereich IT tätig und seit 2006 Geschäftsführer der C&AH Ausbildungsmedien Distribution GmbH in Rosenheim. In dieser Zeit entwickelte er in Zusammenarbeit mit Lehrkräften und den staatlichen Landesinstituten didaktische Konzepte, wie man bestmöglich Standardsoftware im Schulunterricht vermittelt. Und er führte bereits zahlreiche Lehrerfortbildungen durch in Deutschland und in Österreich. Und jetzt habe ich gemerkt, Karin, ich war ein bisschen zu schnell. Du wolltest noch was zur Technik sagen, deswegen gebe ich das Wort nochmal zurück an dich. Alles gut, ich hätte dich einfach ausreden lassen und dann gesagt, okay, wir haben noch ein Gut. bisschen was zur Technik. Genau. Wir haben Ihre Mikros heute ausgeschaltet. Ich mache es ganz kurz. Mikros ausgeschaltet, damit wir Störgeräusche vermeiden, dass es ein bisschen angenehmer für Sie alle ist. Sollte das mit dem Ton nicht so ganz funktionieren, gehen Sie noch mal raus und loggen Sie sich noch mal neu ein. Das hilft ganz oft. Und sollte auch das nicht funktionieren, wir haben eine Aufzeichnung laufen, die kriegen Sie in jedem Fall im Anschluss in der Nachgang-Mail von uns. Und ja, wenn Sie Fragen stellen möchten, was wir uns sehr wünschen während des Webinars, dann können Sie das total gerne über das Bedienpanel tun, über das Fragefenster. Und wir schauen dann, dass wir Sie im Anschluss an das Webinar beantworten können oder im Nachgang, denn der Werner hat sehr, sehr viel Input für Sie heute und wir wollen ihm natürlich keine Zeit wegnehmen. Genau, Anne, dann würde ich sagen, ich gebe das Wort wieder an dich, dann können wir loslegen und ich sage erstmal Tschüss und schau mir, hab ein Auge auf Ihre Fragen. Ganz, ganz viel Spaß. Bis später. Genau, dann mache ich es auch nur noch ganz kurz. Wie schon gesagt, Werner Dulater war schon mal bei uns. Da hat er über das Thema Teams gesprochen und wollte eigentlich auch noch was zum Mind Manager sagen. Das kam ein bisschen kurz. Deshalb haben wir ihm heute noch mal die Bühne bereitet, sagen wir mal, auf vielfachen Wunsch von Ihnen. Und heute erzählt er uns was zum Thema Mind Manager im Bereich Forschung und Lehre. Und da gebe ich gerne das Wort direkt weiter an dich, Werner. Viel Spaß. Genau, ich gebe dir den Bildschirm, Werner. Gehe gerade noch ein bisschen. So, viel Erfolg. So, vielen Dank für die Einleitung. Wie immer super, freut mich sehr. Ich schalte jetzt gleich meine Kamera aus, aufgrund von der Übertragung. Und ich glaube, Sie haben dann auch einen größeren Bildschirm zur Verfügung. Und Sie wollen ja sicher Mind Manager sehen und nicht mich. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Freut mich sehr, dass Sie sich Zeit nehmen für das Thema Mind Manager. Wie gesagt, das letzte Mal gerade, ja, Microsoft Teams ist sehr dominant in den letzten 2, 3 Jahren und wir haben mit Mind Manager natürlich auch hier sehr viel, ja, Integration oder Interessantes durch Mind Manager für Teams. Aber wir haben auch selbst bei Mind Manager noch sehr viel Information und die will ich Ihnen heute gerne rüberbringen. Und zwar konzentriert heute speziell fast oder nur ein ganz kleiner Teil Microsoft Teams, aber hauptsächlich Mind Manager. Auch das Thema Mind Mapping dürfte den meisten,
Ja, schon Begriff sein, da brauche ich vielleicht gar nicht so viel zu erklären, will ich auch nicht, sondern Ihnen eher so praktische Beispiele aus dem Schulbereich oder den Einsatz des Schulbereiches zeigen und natürlich auch die neuen Funktionen, die dazugekommen sind mit Mind Manager 22. Nur ganz kurz vielleicht, um was geht es bei Mindmapping? Es geht generell um die Vorteile des visuellen Arbeitens. Sie wissen, dass ja, jede Gliederungsform, wenn sie Word oder in der Form linear arbeiten, hat man gewisse Grenzen. Also auf einer Seite kann man noch sehr gut die Informationen erfassen, aber wenn es mehr Informationen wird, dann wird es schwierig und da eignet sich das Thema Mindmapping und auch das Thema, sehr viele Informationen in einem Dokument zu vereinen und kreativ zu arbeiten, visuell zu arbeiten, das geht eigentlich. Ich kenne kaum Systeme, die das so beherrschen wie ein Mind Manager. Und deshalb habe ich auch nur ganz kurz mal aufgelistet, um mal kurz zu machen, die Unterrichtseinsätze, wozu man Mind Manager oder Mindmapping generell einsetzt. Das sind wirklich nur Auszüge. Die Einsatzgebiete sind bei weitem, ich glaube, 3 oder 4-mal so lang, wenn ich die Liste ausführlich machen würde. Aber es geht generell um Wissensvermittlung in visueller Form. Es geht darum, Themen auszuarbeiten und auch was in dem Bereich Cloud oder mit dem Online-Arbeiten natürlich auch das gemeinsame Arbeiten an einer Map ist jetzt überhaupt kein Thema oder überhaupt kein Problem und mit Teams sowieso dann nicht. Dann geht es darum auch, dass Sie eine Art Selbstorganisation machen können. Mind Manager hilft, kann Ihnen helfen, sich selbst auch besser zu organisieren. Und das, was ich heute sehr ausführlich zeige, ist der nächste Punkt, ist das Thema Projektmanagement. Das geht los ab Berufsschule und auch im universitären Bereich, wo wir immer wieder Anfragen haben, wie mache ich das? Wie können unsere Schüler, Studenten auch komplexe oder größere Projekte sehr einfach verwalten, ohne ein Riesensystem zu haben? Und das geht mit Mind Manager hervorragend. Dazu gehört natürlich Aufgabenmanagement, Prozessvisualisierung. Jetzt starte ich schon. Wie gesagt, die Liste kann man dreifach ergänzen und man ist wahrscheinlich immer noch nicht am Ende. Bevor ich beginne mit dem Beispiel, vielleicht noch ein kurzer Überblick zu Mind Manager und zwar zu den Plattformen. Ich mache mal ein bisschen größer. So. Und zwar Mind Manager ist eigentlich jetzt schon auf jeder Plattform zur Verfügung. Das heißt, wir haben die klassischen Win- und Mac-Versionen, wir sagen ja Desktop-Versionen, aber was neu dazugekommen ist seit Mind Manager 22, seit, ich glaube, November, ist Mind Manager auch als reine Web-Version. Es ist eigentlich die gleiche Version, die auch in Mind Manager for Teams eingesetzt wird, also die gleiche Technologie, nur Sie brauchen eben nicht Microsoft Teams mehr dazu, sondern Sie können einfach in Ihrem Browser angemeldet mit Ihrem Account Mind Manager nutzen in der Online-Version. Das zeige ich Ihnen was. Und das ist eigentlich die große Neuerung oder der Benefit, den Sie jetzt mit den neuen Versionen haben. Mind Manager für Chromebooks gibt es auch, ist die gleiche Technologie, muss ich ehrlich sagen, habe ich selber noch nicht gesehen, aber ganz einfach, weil ich kein Chromebook habe, aber das kommt vielleicht noch. Aber prinzipiell ist es die gleiche Applikation, die Sie auch bei Microsoft Teams oder Mind Manager Web zur Verfügung haben. Dann gibt es noch eine mobile Version, wo Sie auf dem Handy oder iPad entsprechend auch hier arbeiten können oder einfach Maps betrachten können. Aber mit Mind Manager Web können Sie auch auf dem iPad genauso arbeiten wie auf dem Windows-Rechner oder Mac-Rechner oder auf dem Android Chromebook. Ich nutze bei der Präsentation jetzt, bei den Beispielen, die ich Ihnen zeige, noch ein kleines Tool, und zwar FileLinker Documents.
Verlinker Documents verknüpft Ihre Dokumente, sei es jetzt ein Excel, Word oder CorelDRAW-Dokument, mit Mindmaps. Dieses kleine Tool ist kostenfrei, da kriegen Sie nachher auch einen Download-Link, können Sie jederzeit ergänzend zum MindManager einsetzen, wenn Sie das wollen. Aber nur zur Information, wenn das zwischendurch mal auftaucht, was das ist. Ich habe drei Beispiele so vorbereitet. Das erste klassisch, ich nenne es Unterrichtsmap, eine Ausarbeitung, eine Folie, eine Präsentation von einem Thema. Die Kollegen von MindManager, die nennen das Concept Maps. Ich nenne es eben Unterrichtsmaps oder Folie, die wir einfach hier in der Vorlesung, im Vortrag verwenden. Dazu zeige ich Ihnen danach, wie Sie ein Vortragsthema oder ein Referat entsprechend darstellen können. Und das zeige ich Ihnen auch nur ganz kurz, weil Sie finden das Beispiel Schritt für Schritt auf dieser Internetadresse zum Nachvollziehen. Also hier haben wir Schritt für Schritt, ich glaube 10 oder 12 Videos dazu, wo Sie vom Beginn an eine Mindmap aufbauen können und dann zu dem Ergebnis kommen, wie Sie ein Referat oder die Map dann zum Vortrag oder als Referat verwenden können. Und unser Hauptanliegen heute, das zeige ich Ihnen, Projektmanagement, da haben wir als Thema eine Messeplanung. Der Inhalt ist relativ austauschbar. Projektmanagement, ob das jetzt eine Messe geplant wird oder andere Themen, die geplant wird, das ist relativ, ja, Mindmanager, sage ich mal, egal. Das Thema eignet sich für uns auch hervorragend, um auch zu zeigen, dass nicht nur im kaufmännisch-akademischen Bereich Mindmanager eingesetzt werden kann, sondern auch im technischen Bereich. Dann beginnen wir gleich mit dem ersten Beispiel, und zwar einfach mal zu zeigen, wie eine Map aussehen kann zur Präsentation, zur Erarbeitung im Unterricht. Hier einfach mal erstellt mit MindManager. Und die klassische Erstellung, wo ich mein Hauptthema in der Mitte habe und außenrum entsprechend die Begriffe sammeln, hier hat sich MindManager natürlich in den Jahren weiterentwickelt. Und zwar gehe ich einfach mal unter Datei neu, um zu zeigen, welche Möglichkeiten Sie überhaupt mit MindManager haben. Also klassisch, wer sich erinnern kann, gibt es so ein Hauptthema, die radiale Map und außenrum die Themen. Dann haben wir noch, ja, so Formatausrichtungen nach rechts oder nach links. Dazu gekommen ist jetzt Baumdiagramm, Organigramme, wo Sie erstellen können. Zeitachsen, glaube ich, von der vorletzten Version sind die Zeitachsen dazugekommen. Flussdiagramme, um Ablaufschemen oder Konzeptmaps. Das wäre in dem Fall unser Beispiel in der Folie. Aber Sie sehen auch andere Diagrammformen sind jetzt jederzeit mit MindManager möglich. Das heißt, MindManager ist eben nicht nur Mindmapping, sondern Sie können auch komplexe Darstellungen, Flussdiagramme und auch andere Diagramme mit MindManager sehr einfach erstellen. Und auch innerhalb einer Map, also hier ist zum Beispiel jede Map oder jeder Punkt miteinander jetzt verknüpft. Das ist, Sie können auch innerhalb einer Map klassisch eine andere Form wählen. Ich nehme jetzt einfach mal einen neuen Punkt, den setze ich irgendwo hin. Und hier brauche ich jetzt keine Form wie in der linken Darstellung, Concept Map, sondern ich möchte, ja, sehen wir mal, ein Organigramm, ein anderes Layout. Ich kann innerhalb einer Map auch verschiedene Formen wählen. So, jetzt kann ich einfach daneben eine andere Form machen. Das heißt, Sie sind da sehr flexibel mit MindManager, Prozesse, Themen, Auszuarbeiten, darzustellen. Und jetzt kommen wir zu den Neuerungen, gerade im Cloud-Bereich. Das haben wir schon bei der letzten Version. Sie können diese Folien auch jederzeit veröffentlichen. Es ist zum einen natürlich, Sie sind zu Hause und erstellen Ihre Ausarbeitung, Ihr Thema. Jetzt haben Sie das fertig. Wie kriege ich das denn ins Klassenzimmer oder in den Unterricht? Jetzt haben Sie zwei verschiedene Möglichkeiten. Die eine haben Sie, wie gesagt, bei der letzten Version schon bekommen, und zwar das Veröffentlichen.
Sie können einfach, ich mache jetzt eine neue Veröffentlichung, Sie können einfach Ihre Map auf den MindManager-Server speichern. Da hat jeder genügend Platz zur Verfügung. Und dann kriegen Sie einen Link. Den Link können Sie verteilen oder in der Form in jedem Browser, HTML5-Browser, und die modernen können das alle, können Sie jederzeit diese Map zur Ansicht bringen. Das heißt, da wird automatisch im Browser Ihre Map dargestellt. Und deswegen habe ich ja auch noch ein kleines Beispiel gemacht. Sie arbeiten in Ihrem Browser genauso, als wenn Sie MindManager in Ihrer Desktop-Applikation nutzen würden. Sie können ein- und ausklappen. Das Einzige, was Sie hier eben nicht können, ist das Ändern von Maps, sondern es ist nur zur Anzeige. Und wenn Sie das verteilen wollen an Ihre Kollegen, Studenten oder Schüler, dann genügt es einfach per Mail oder auf der Webseite, hier diesen Link entsprechend zur Verfügung zu stellen. Sie können auch hier Präsentationen durchführen. Das heißt, Sie haben jedes Mal auch den Präsentationsmodus und dann wird es automatisch so durchgeklickt. Da gibt es auch Einstellungen, was Sie noch machen können. Und das heißt, diese Map steht ohne Beschränkungen gleich zur Verfügung und Sie können das mit jedem Browser sofort durchführen, darstellen, ohne MindManager installiert zu haben. So, jetzt haben wir noch ein Problem, und zwar, wenn ich einen Unterricht oder einen Vortrag will und diese Adresse ich nicht in irgendeiner Form per Mail oder zur Verfügung habe, dann wird schwierig, das einzutippen. Deshalb gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Und zwar können Sie Ihre Map, das ist erledigt, Sie können auch Ihre Map auch auf Ihrem Cloud-Speicher speichern. Also das heißt OneDrive, Google Drive, Box, ich weiß gar nicht, ich glaube, das waren die wichtigsten. Und wenn Sie das gemacht haben, dann können Sie auch, jetzt gehen wir vielleicht mal hier daneben. So, jetzt befinde ich mich noch in MindManager, aber Sie können auch im Unterricht oder in Ihrem Rechnerraum, wo Sie den Vortrag halten dürfen, können Sie auch eine Adresse eingeben. appmindmanager.com. Das ist natürlich sehr viel einfacher zu merken. Und dann kommen Sie auf Ihren Cloud oder auf den MindManager, ja, auf die Applikation. Und zwar ist ein Server, wo nur die Applikation läuft. Und Ihre Daten sind aber in Ihrer Cloud. Ich mache das mal größer. So, wenn ich hier jetzt auf meine Dateien gehe, dann sehe ich meine letzten geöffneten, aber ich kann mein MindManager Web mit Ihrem Cloud-Speicher verknüpfen. Das heißt, Ihre Map oder meine Map liegt auf, in dem Fall wahrscheinlich, sehen wir mal, Concept Map, das liegt auf meinem OneDrive oder auf meinem SharePoint. Kann ich genauso. Entweder auf dem SharePoint oder auf dem OneDrive oder Google Drive auf meinem Cloud-Speicher. Und wenn ich hier jetzt diese Map starte und aufrufe, dann arbeite, kann ich direkt schon auf dieser Map oder an der Map weiterarbeiten. Zum einen natürlich im Unterricht gleich, wie gesagt, präsentieren, bearbeiten, ergänzen und so weiter. Ich habe das jetzt noch nicht, machen wir nochmal schließen, damit wir das sehen, noch nicht gespeichert. So, aber das zu. So, das muss ich noch speichern, damit Sie das sehen. So, und jetzt gehe ich hier und jetzt müsste eigentlich, er braucht noch ein bisschen zum Synchronisieren. Klar, er hat das noch nicht synchronisiert, darum ist das meine Änderung hier noch nicht da. Ja, das haben wir im Voreffekt. Aber da schauen wir nachher, wenn er synchronisiert hat, nochmal rein. So, und somit habe ich die Möglichkeit, auch Ergänzungen, wenn ich zum Beispiel sehe, hier wurde zum Beispiel ein Link vergessen. Hier kann ich nachträglich jederzeit diese Map bearbeiten und sage, hier füge ich einen Link hinzu. Oder ich kann auch hier online mit dieser Map
entsprechend arbeiten und sage, ich brauche jetzt eine neue Anmerkung dazu und kann genauso hier arbeiten wie mit der Desktop-Version. Genauso kann ich auch direkt andere Dokumente, die ich hier gespeichert habe, auf meinen Cloud. Das wäre zum Beispiel das Thema, was Sie auf unserer Webseite finden. So. Auch hier kann ich die Themen weiter bearbeiten und auch ja, zum Beispiel was präsentieren. Das habe ich Ihnen schon gezeigt. Und Sie sehen vorne so kleine Kuchendarstellungen. Sie können in solchen Maps auch sehr schnell filtern und Informationen rausfiltern. Wenn ich hier zum Beispiel bei dem Thema bin und sage, okay, was ist denn noch nicht fertig? Dann kann ich hier über die Filterfunktionen sagen, zeig mir bitte mal alles an, was noch nicht fertig ist, was noch bearbeitet werden kann. Oder zeig mir mal alles an, was schon fertig ist und so weiter. Also das heißt, Sie können hier sehr gut auch filtern, auch entsprechend Prioritäten setzen, wie Sie das in Mind Manager oder Mindmapping vielleicht auch schon bereits kennengelernt haben. Also wie gesagt, der Aufbau und das Zeigen, wie man solche Map aufbaut, das finden Sie entsprechend auch auf dieser Webadresse, Internetadresse. Was ich Ihnen heute näher oder sehr viel mehr zeigen will, ist das Thema Projektmanagement. Da gehe ich da mal nochmal raus. Und zwar schalte ich mal oben den Bildschirm wieder ein, damit Sie das sehen. So. So, dann gehen wir in die Map Messeplanung. Und Sie sehen schon einen kleinen Unterschied in der Verlinkung. Diese Messeplanung habe ich jetzt nicht auf meinem OneDrive-Speicherplatz, sondern den habe ich gleich verknüpft. Den haben wir auf SharePoint liegen. Aber spielt jetzt erstmal gar keine Rolle. SharePoint deshalb, weil ich gerne dann auch mit Kollegen oder mit anderen daran arbeiten will. Das ist jetzt unsere Projektmap. Und das erste Problem, was erstmal auftritt bei Projekten, ich habe sehr viele Informationen. Ich habe zum Beispiel Dokumente, die ich hier separat, das können CorelDRAW-Dokumente sein. Dann habe ich vielleicht eine andere Mindmap. Dann habe ich Tabellen, Kalkulationen, die zu dem Projekt passen. Bilder, PDF, sonstiges, in dem Fall Messeplanung, auch noch technische Zeichnungen dazu, Präsentationen. Und das heißt, ich habe sehr viele Informationen, die ich in der klassischen Ordnerstruktur habe und die aber in einer anderen Form ja, besser verwalten kann, und zwar mit Mind Manager. Hier ist zum Beispiel der komplette Schema dargestellt, wie ich einen Messestand planen und umsetzen kann. Ich habe zum Beispiel einen Erstkontakt. Das muss man nicht so machen. Ich kann andere Maps problemlos einbinden, dass ich sage, ich habe vordefinierte Maps und kann entsprechend hier Informationen wie zum Beispiel Kontaktdaten. Mit wem habe ich gesprochen und wie sind die Informationen, wenn ich ihn erreichen will. Des Weiteren gab es vielleicht irgendwelche Besprechungen. Hier haben Sie die Möglichkeiten, per Handy einfach Ihre handschriftlichen Notizen, die meisten und auch ich machen erstmal handschriftliche Notizen, möchten das aber auch gerne in der Map mit integriert haben. Auch das ist kein Problem hier, einfach Bilder in die Map zu integrieren. Dann die muss man auch nicht in der Projektmap, kann man auch separat, aber auch gewisse Besprechungsergebnisse, die ich dokumentieren will. Dann in der Regel, wenn ein Kunde oder Interessent eine Messeplanung will, dann kommen natürlich erstmal die Was kostet mich die ganze Sache? Und da sind wir in dem Bereich mit einem eigenen Ordner, wo wir ja die ganzen Kalkulationen drin haben. Aber ich will nicht jedes Mal in meinem Ordner, sondern ich möchte gerne in meiner Map auch einen schnellen Zugriff haben. Und das haben Sie hier, wo ich sage, es ist verknüpft erst einmal eine Kalkulation, was kosten wir, wenn wir diese Planung übernehmen.
Da nutze ich schon mal auch die neuen Funktionalitäten vom Windows 11. Das ist eigentlich, erst wusste ich gar nicht, nichts damit anzufangen, aber Sie können sehr schnell so Fenster ordnen und darstellen. Das geht wirklich sehr flott und sonst haben wir das immer manuell gemacht. Und hier habe ich jetzt nochmal die Auflistung von dem Map oder von der Kalkulation Aufwandskostenplanung. Jetzt, wenn man sich einig ist, dann kommt natürlich, fragt der Kunde, was kostet mich die Messe insgesamt? Das wäre dann die nächste Kalkulation. Auch die kann ich wieder öffnen, habe direkten Zugriff und entsprechend kann mir die rechts ordnen. Und jetzt kommt das kleine Tool zum Einsatz. Und zwar manchmal ist es so, dass hinter Dokumenten auch noch mehr Informationen liegen können oder notwendig sind, die ich in meiner Projektmap vielleicht gar nicht will. Und dazu gibt es das kleine Tool. Und zwar zu jedem Dokument kann man nämlich andere Dokumentenmaps dazu hängen oder zuordnen. Und hier sind zum Beispiel zwei Dokumentenmaps zugeordnet zu dieser Excel-Tabelle. Zum Beispiel die Gesprächsnotizen, die im ersten Bereich, die man mit der Messe AG zum Beispiel geführt hat. Das öffne ich jetzt mal. Und war vielleicht mal eine Checkliste, wo man sagt, okay, das muss ich alles abklären zu der Tabelle. Oder beim zweiten Bereich, da geht es um den Messebauer, der entsprechend das Ganze dann aufbauen muss. Das ist dann meistens ja Tischlereien oder Schreinereien, die sich auf Messebau spezialisiert haben. Auch das muss entsprechend abgeklärt werden. Ja, da ist noch der Messemöbel ist noch offen, aber insgesamt haben wir den Punkt als geklärt in unserem Projekt mit Map hier angegeben, weil die Messemöbel entsprechend die Kosten jetzt nicht so die große Rolle spielen. Dann haben wir den Gesamtkostenvoranschlag entsprechend den Kunden gesendet per Mail. Auch das haben wir hier als Dokument in unser Projekt mit Map festgehalten. Jetzt machen wir eine Größe. Jetzt schauen wir uns den Bereich noch mal ein bisschen genauer an. Also die kleinen Kuchendiagramme habe ich Ihnen ja schon gezeigt. In dem anderen hier kann ich feststellen, was noch nicht fertig ist, wie der Status ist. Aber ich kann auch noch hier zum Beispiel Mitarbeiter oder entsprechende Mitarbeiter zuordnen, wer für was zuständig ist. Das wäre jetzt die Sarah M. Wer für die Übernachtungsliste? Da gehe ich nochmal zurück. Das ist vielleicht auch nochmal interessant. Nach dem gleichen Prinzip. Sie haben eine Excel-Liste mit Übernachtung, muss ja auch organisiert werden. Und auch hier hinterlegt wieder eine Dokumenten-Map. Die findet verlinkt dann automatisch, ist immer zugeordnet. Da ist es wichtig, dass ich sehr schnell die Adresse vom Hotel habe. Oder wenn es für Mitarbeiter entsprechend ja, irgendein Problem oder Kontakt, dass ich die Kontaktadresse. Auch das können Sie sehr schnell hier hinterlegen. Das wollte ich Ihnen noch kurz zeigen, habe ich übersehen, weil eben dieser Bereich ja noch nicht fertig ist. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder filtere ich hier gibt es einen Powerfilter, sehr viel ausführlicher und mehr Möglichkeiten, wie wir das in der Online-Version bisher haben. Die Desktop-Version ist weitaus leistungsstärker, ist ganz klar. Und hier kann ich auch sagen, zeigen wir bitte die Aufgaben von der Sarah M. Oder die Sarah M ist in der Projektmap und lässt sich ihre Aufgaben anzeigen. Und dann sehe ich, okay, hier muss entsprechend nochmal nachgearbeitet werden. Ich habe sehr schnell Auswertung. Das andere, was hier auffällt, ist, dass wir hier auch ein Datum hinterlegt haben. Sie können zu jeder Aufgabe natürlich auch ein Datum hinterlegen. Und jetzt kommen wir im Bereich Zeitmanagement. Und zwar haben Sie die Möglichkeit, jederzeit mit MindManager auch ein Gantt-Diagramm anzuzeigen. Das heißt, ich habe auf einen Blick eine Zeitleiste, wo ich entsprechend Start, Fälligkeit, Dauer, Aufwand, Fortschritt, auch Kosten kann ich gegebenenfalls zu den Punkten hinterlegen und auch Ressourcen. Und hier kann ich genau sehen, auch Aufgaben miteinander verknüpfen, wenn es Verschiebungen gibt, dass entsprechend das ganze Projekt zum Beispiel nach vorne oder nach hinten beeinflusst wird.
Und was mir hier gleich auffällt, ist, hier ist rot. Rot ist immer schlecht, da passt irgendwas nicht. Also kann ich direkt im Diagramm auch draufklicken und Mindmanager springt mir automatisch schon mal in die Richtung, wo es brennt. Und das sehe ich bei den Planzeichnungen. Hier, ich erkläre einfach mal so das Prinzip. Es gab mal einen Entwurf, das können Sie durchaus mit CorelDRAW zum Beispiel gemacht haben. Das heißt, der Kunde hat einfach erstmal einen Grobentwurf bekommen in CorelDRAW als 2D-Zeichnung oder 2D-Plan. Dann hat er noch einen zweiten Entwurf bekommen, das war dann beim Meeting und der Entwurf wurde dann entsprechend auch genehmigt und verwendet. Die Darstellung braucht ein bisschen, glaube ich. Ich hoffe, es kommt bei Ihnen gut rüber von der Geschwindigkeit. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es brennt. Jetzt haben wir einen 16.02. und hier steht, laut Plan sollte der 3D-Entwurf bereits am 9.02. fertig sein. Jetzt ist so, jetzt können wir uns vielleicht je nachdem die Zeichnung mal ansehen. Die kann, in dem Fall ist es mit AutoCAD jetzt mal gemacht. Da können wir uns die Zeichnung ansehen und wenn ich entsprechend Kenntnisse habe von der Zeichnung, kann ich vielleicht sehen, okay, der passt oder passt nicht. Wenn ich sage, nee, das macht der Konstrukteur, der Zeichner oder der Planer, dann kann ich mir auch wieder zu der Dokumenten-Map oder die Dokumenten-Map anzeigen lassen. Da eignet sich die Dokumenten-Map sehr gut für Änderungsprotokolle, einfach mal zu dokumentieren, was ist denn überhaupt an der Datei oder an dem Projekt gemacht worden. Hier sehe ich dann den Verlauf, was dokumentiert worden ist, die ganzen Daten und ich sehe, am 9. Februar ist der 3D-Entwurf eigentlich fertiggestellt worden von Sarah M. So, jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten. Natürlich kann ich jetzt Sarah M. anrufen, ich kann ihr eine Mail schreiben oder ich nutze vielleicht schon Microsoft Teams. Dann mache ich das jetzt mal zu, dieses Dokument und wechsle mal in Microsoft Teams. Weil, das geht relativ einfach, wir bereits diese Map bereits auf unserem SharePoint gespeichert haben. Und wenn wir sie auf unserem SharePoint gespeichert haben, dann habe ich auch bei Microsoft Teams Zugriff. Das heißt, obwohl ich gar kein Teams eingesetzt habe, habe ich sofort auch die Möglichkeit, in Teams weiterzuarbeiten. Und hier habe ich natürlich auch wieder die Möglichkeit, Mail zu schreiben, anzurufen, eine Videobesprechung anzusetzen oder ich nutze Möglichkeiten, die ich als Team oder in der Struktur habe. Ich sage einfach, ich stelle einfach eine Aufgabe. Und zwar, ich möchte gerne eine neue Aufgabe, dass der Status, Sie sehen, ich ist schon vorbereitet, weil ich vorher geprüft habe, ob alles funktioniert. Status, der 3D-Entwurf in der Map prüfen. Jetzt kann ich noch entsprechend die Sarah M wählen und die Aufgabe hinzufügen. Vielleicht auch noch die Aufgabe noch genauer detaillieren oder ein bisschen verfeinern und sage, okay, jetzt pressiert es, aber ich brauche die Informationen auf alle Fälle heute. Und naja, übertreiben wollen wir es nicht. Es ist, ja, es ist wichtig. Man soll einfach da mal schauen. So, während ich jetzt, ich habe noch einen zweiten Rechner, da simuliere ich jetzt die Sarah M. Okay, jetzt sehe ich schon. Genau, Werner, du siehst mich schon. Ich bin sozusagen deine innere Uhr. Wir haben jetzt kurz nach 5. Und sind ein paar Fragen reingekommen. Von daher, wenn es für dich okay ist, würden wir gerne mal zu den Teilnehmerfragen übergehen. Ja, gerne. Gut, super. Wenn du magst, komm auch gerne mit der Kamera wieder dazu. Ja. Dann bin ich hier nicht so allein. So. Jetzt müsste. Ja, super, ja, jetzt sehen wir dich wieder. Genau, super. Vielen, vielen Dank. Ich finde, in der Kürze der Zeit hast du uns wieder mal ganz viel Input gegeben. Vielen Dank dafür.
Es sind auch ein paar Fragen reingekommen. Jemand fragt, welche Vorteile die Web-Version hat. Ich meine, du hast es angedeutet, dass natürlich die andere Version sehr viel umfangreicher ist, aber was spricht denn für die Web-Version? Die Webversion ist in der Form, dass ich sie erstmal überall zur Verfügung habe. Das heißt, wenn ich jetzt in den Vortrags- oder Klassenraum, Vortragsraum gehe, dann habe ich schon mal, wie gesagt, die Adresse und ich kann die Map entsprechend auch gleich abrufen. Und der zweite Vorteil ist, ich kann gleich eine neue Map aufstellen. Das heißt, ich bin einfach im Thema drin und jetzt ergibt sich eine Situation und sagt, jetzt brauchen wir doch eine Brainstorming, jetzt müssen wir das alles festhalten und dann gehe ich in der Online-Version einfach neue Map und kann sofort anfangen und es wird in meinem Cloud-Speicherplatz automatisch ja gespeichert und zugeordnet. Das heißt, ich habe sie zu Hause und kann sie gleich wieder veröffentlichen, genauso wie ich das vorher gezeigt habe. Auch aus der Web-Version kann man veröffentlichen, anderen das als Link wieder zur Verfügung stellen. Okay, super. Dann fragt jemand, wir setzen Apple ein. Gibt es für Mind Manager auch eine Mac-Version? Ja, Gibt es. Windows Okay. und Mac und die Webversion, die läuft überall. Und dann kam noch mehrfach die Frage zu den Preisen und den Lizenzmodellen. Könntest du uns da vielleicht noch ein paar Infos dazu geben? Da wechsle ich noch, mein Bildschirm ist ja noch frei, Kamera auch. Okay, da wechsle ich mal ganz kurz hier rauf. So. Zur Erklärung, es gibt eine perpetuelle, also eine, in der klassisch, man kauft eine Version und die bleibt lebenslang bei Ihnen, solange unser Betriebssystem das unterstützt. Und diese perpetuelle Version hat den Vorteil, dass es zwar einmal gekauft, aber die ganzen Cloud-Technologien nicht enthält. Ist ganz klar, weil die Cloud-Technologie natürlich Speicherplatz, Serviceleistung und so weiter. Also perpetuell ist Kauflizenz. Hier ist es so, dass sie im Preisbereich 100 Euro, glaube ich, liegt. Ja, genau. Und die Cloud-Versionen, wo alles beinhaltet, das heißt auch die Desktop-Version, die Web-Version, Teams oder alle Versionen, die Mind Manager zur Verfügung hat, die gibt es nur in Miete. Das ist 70 Euro, glaube ich, im Jahr, was man die Version hier entsprechend kaufen oder jedes Jahr bezahlen muss. Der Vorteil, auch wenn es 70 Euro im Jahr sind, ist, dass es jederzeit auch im Unterricht eingesetzt werden kann. Wir hatten früher so die Lizenzbedingungen, dass die Versionen nur für den privateigenen oder zu Hause eingesetzt wird und Schullizenzen extra. Das hat sich geändert, weil alles accountbezogen ist. Das heißt, mit dem Account kann ich zu Hause, in der Schule oder wo auch immer, das ist meine Entscheidung dann, wo ich meine Version einsetzen. Das heißt, Sie können eine Schule kann für 70 Euro eine Lehrkraft ausstatten. Natürlich gibt es dann so 20er-Lizenzen oder Schullizenzen, sind wir gleich bei den Preisen, die für allgemeinbildende Schulen, Grundschulen, Realschule, Gymnasium ist es auch sehr, sehr erschwinglich. Da liegen wir, glaube ich, bei 400 Euro im Jahr. Und bei den Universitäten geht es auch, das sind so 500er-Packs, da geht es bei 2200. Das sind auch 500 Mitarbeiter angestellt, gibt es auch Tausender Packs. Also wir sind da auch sehr im erschwinglichen Rahmen. Aber es ändert sich eben von Kauflizenzen auf Miete aufgrund, wie ich gesagt habe, aufgrund von den Cloud-Möglichkeiten oder Online-Möglichkeiten. Und ich habe gesehen, es gibt auch die Möglichkeit, kostenfrei zu testen. Wir würden dann in der Nachfassmail, die wir morgen verschicken, mit der Aufzeichnung zusammen einfach nochmal, genau, man sieht es hier auch schon, und wir schicken nochmal alle Links rum, sodass Sie sich dann nochmal ganz in Ruhe, informieren können und wie gesagt, unverbindlich und kostenlos testen. Ich denke, so kann man sich am besten ein Bild von dem Produkt machen. Genau. Genau, Karin, möchtest du dazukommen? Ich glaube, mit den Fragen sind wir, so also aufgrund der mit Blick auf die Uhr, würde ich sagen, mit den Fragen sind wir soweit durch. Genau. Genau, ich denke auch, ich nehme mir gerade mal den Bildschirm nochmal zurück. Lieber Werner, es war toll und es war ganz spannend.
Am Ende war es wieder ein bisschen so, dass du bestimmt noch ganz viel zu sagen hattest. Ja. Aber wir haben dieses Jahr noch ein paar Veranstaltungen. Vielleicht machen wir im Herbst noch mal was und da freuen wir uns auf alle Fälle drauf. Die Fragen haben wir jetzt fast durch. Ich habe noch so die eine oder andere spezielle, die ich dir gerne im Nachgang auch schicken würde. Dann kannst du die noch beantworten. Wir sind dann tatsächlich mit der Zeit schon so weit durch. Ich würde ganz gerne noch anmerken, wenn Sie Fragen haben, entweder zu dieser Veranstaltung oder zu unseren Produkten natürlich, die dürfen wir auch nicht vergessen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Ich freue mich auf Ihre Mail, auf Ihre Nachricht. Und ich würde gerne noch ein bisschen Werbung machen für die nächsten Veranstaltungen, die kommen. Wir haben am 8. März ein Webinar zu unserem Produkt Herd Campus. Das ist die Webplattform für Schulen, die wir anbieten beim Herd Verlag. Um 15 Uhr geht's los und wir zeigen Ihnen ganz kurz, was hinter dieser Webplattform steckt, welche Inhalte sie hat. Für mich sehr spannend. Finde ich wirklich toll. Kommen Sie gerne dazu. Und dann geht's schon weiter am 22. März mit der nächsten Episode von Herd Live at School. Da wird der Matthias Bode da sein vom Netzwerk Digitale Bildung. Den Zugangslink erstellen wir nächste Woche. Und Sie bekommen dann auch nochmal, ja, wir müssen gucken, ob wir es jetzt schaffen mit der Nachfassmail oder ob wir es tatsächlich dann nächste Woche über unsere Website und LinkedIn publizieren und Sie können sich dann schon anmelden für den März. Freuen wir uns sehr, wenn Sie dabei sind. Ja, damit sind wir tatsächlich am Ende dieser Folge. Werner, vielen, vielen Dank nochmal, dass du dabei warst zum zweiten Mal. Ja, Ich hoffe, macht immer sehr viel Spaß. super. Das ist Vielen toll. Dank. Genau. Genau. Wir bedanken uns sehr bei Ihnen allen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir hoffen, Sie bleiben alle gesund und munter. Und wenn die Tage jetzt wieder länger und wärmer werden, dann sind wir vielleicht auch alle bald durch mit dem Thema, das uns alle gerade ständig beschäftigt. Also halten Sie die Ohren steif, kommen Sie das nächste Mal wieder zu Herd Live at School und machen Sie es gut für heute. Einen schönen Abend für Sie. Das wünsche ich Tschüss. auch. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.